Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt ein CC-Shopping-Video, weil ihr euch das A gewünscht habt, denn... Also ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen. Ups. Ich habe hier einen Ordner, der heißt Mods tot. Das ist mein kompletter Mods-Ordner. Die ganzen Sachen sind alle kaputt. Und das ist irgendwie nicht so schön, wisst ihr? Deswegen... muss ich leider jetzt bei neu anfangen und ich wollte eigentlich jetzt nur noch auf Nexus Match CC gehen. Und ja, da fangen wir jetzt halt einfach gemeinsam an. Wenn es natürlich alle Einstellungen passen, dann bitte verzeiht es mir. Ich habe versucht, es so gut wie möglich ist, dass es hier alles passt. Es könnte sein, dass es noch minimal irgendwie Verzögerungen gibt oder so. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, sagt es mir, was ich noch irgendwie ändern kann oder so. Ich habe jetzt erstmal versucht, das bestmöglich einzustellen. Aber ja, das sind jetzt alles neue Einstellungen. Ich nutze ein neues Programm und so. Und da gibt es natürlich jetzt noch nicht... Also es kann sein, dass es noch nicht alles perfekt ist. Das wollte ich damit aussagen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt CC shoppen. Und dafür bin ich jetzt hier schon auf Tumblr. Und das Erste, was ich hier sehe, ist diese süßen Posen. Und oh mein Gott, ist das süß. Aber ich will halt nicht immer so einen Lutscher. Aber eigentlich kann man den auch weglassen, oder? Das sind Posen, das ist egal, ob die da sind oder nicht. Oh, ich downloade die einfach. Und ich like die Sachen immer, damit ich weiß, dass ich sie schon hab. Patreon. Zack, erster Download. So schnell geht's, ne? Ah, auf jeden Fall verfolge ich hier so ein paar Blogs und so. Und da, wo ich jetzt normalerweise meinen Custom-Content hernehme, ist... Nexus Match CC World. Gerade weil... ich jetzt hier auf Nexus Match CC umsteigen möchte. Ich lade jetzt kein Alpha CC mehr an Haaren und so runter, weil mich das manchmal ein bisschen nervt mit den Genen und so. Mit den Haargenen. Ich finde Alpha CC immer noch unfassbar hübsch und so. Aber ich muss schon sagen, irgendwie habe ich zurzeit mehr Lust auf Nexus Match CC. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt für immer nur noch darauf poche. Aber jetzt gerade habe ich Lust, nur Nexus Match CC zu benutzen. Das heißt natürlich auch, dass ich ganz viele Sims noch umgestylt haben muss und so. Aber wie gesagt, da mein Mods-Ordner sowieso jetzt auf Null ist, muss ich das so oder so. Deswegen schauen wir mal, was ich jetzt hier so Hübsches finde. Auf jeden Fall, wenn man hier drauf kommt, findet man direkt hier, also man kann ja auch auf Navigation gehen und so, aber das mache ich meistens nicht, weil, also gerade brauche ich das nicht. Ich scroll erstmal so ein bisschen durch und ja, ich werde euch auf jeden Fall auch nicht zu 100% bei allem mitnehmen, weil ich muss schon sagen, das wird hier ziemlich viel sein. Ich werde hier auch nicht verlinken oder so, weil wie gesagt, geht einfach auf Nexus Match CC World und dann findet ihr genau die gleichen Sachen, die ich auch benutze. Das, was ich hier sehe, ist dieses wunderschöne Kleid und das ist auf jeden Fall was ich brauche in meinem Leben. Das Early Access, Public Access, egal. Ich klatsche es schon mal in meinen Dings da hinten. Wie heißt das? In meinen Lesezeichen und sowas. Weil ich möchte das auf jeden Fall haben. Aber das sieht unfassbar süß aus. Und diese Kleidchen auch. Und wow. Diese Sachen von diesem Creator scheinen generell unfassbar hübsch zu sein. August Heatwave. Eyeshadow Highlighter. Wie denn? Default und Non-Default Skin. Nice. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier mit Navigation und so, das ist halt richtig schön, weil da kann man einfach suchen und sagen, hey, ich möchte nur nach Haaren gucken und so, oder ich möchte nur nach Kleidung gucken für dieses Geschlecht oder für dieses Alter. Und das ist doch so cool, deswegen, ja, wie gesagt, ich werde sehr viel downloaden wahrscheinlich. Wenn man null anfängt, darf man das ja auch. Galaxy Hoodies, yes, please. Basic Sim Tattoos, yes. Ja, Tattoos. We love Tattoos. Yes, ein Postpack. Early Access? Aber ich weiß nicht, ob das... Ist das immer noch Early Access? Ja. Aber egal. Wie gesagt, das klatscht ja alles dann in meine Lesezeichen und dann downloade ich das dann halt, wenn es dann irgendwann rauskommt. Yeah, mehr Posen. Ich liebe Posen so sehr. Ich werde heute, glaube ich, nur auf Tumblr rumchillen, weil, ja, das wird schon genug sein, was ich downloaden werde. Warum ist alles Early Access? Warum? Yes. We love Make-up. Mein Tumblr ist übrigens in der Beschreibung verlinkt. Ich werde gucken, dass ich so ein paar Sachen vielleicht auch reblogge und so. Alte Sachen sind da auch auf jeden Fall gerebloggt, aber ich weiß nicht, wie genau, was da jetzt ist und so. Ich werde es auch ehrlich gesagt nicht so genau nehmen, weil... es ist schon sehr anstrengend, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber, ja...
Vereinzelt Sachen werdet ihr dort auf jeden Fall finden können. Das ist die Art von Top, die ich brauche in meinem Leben. Die Frisur ist so süß. Yes. We love some more hair. Ich benutze nach wie vor keinen Bild-CC, by the way. Das ist so süß. Ja. Oh, ich liebe die Sachen von Clumsy Alien so sehr. Oh mein Gott. Auch schon wieder Early Access, ey. Ah, aber ist egal. Ich freue mich schon, die Sache zu benutzen. Mega süß. Ja, auch das ist sehr, sehr süß. Amelia Bun. Ja, Schmuck. We love Schmuck. Yes, gib mir Schmuck. Oh, ist so süß. Ja, ja, bitte. Oh, ist die Frisur süß. Ja, ja, Mann. Ja. Ich werde niemals aufhören, über Sisi zu weinen, wie wunderschön das teilweise aussieht. Ehrlich. Ich lieb's einfach nur. Cottage Fashion. Oh mein Gott. Ja. Bitte. Schnieke Hosen auf jeden Fall. Was braucht man dafür? Cottage Living. Okay, Cottage Living nehme ich. Oh, mehr Tattoos. Ja. Balling Shirt Recolor. Nice. Oh, das ist auch sehr, sehr schnuckelig. Yes. Bitte. Ich brauche das in meinem Leben. Ich brauche alles jetzt in meinem Leben. So ganz ohne Gossip Girl komme ich nämlich auch nicht klar, Leute. Yes, Hoodies. Yes, yes, yes. Oh, Trilique ist einer meiner liebsten Creator ever. Ever. Ich werde alles von Trilique downloaden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also alles, 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 was auf dieser Seite ist, werde ich downloaden. Oh mein Gott, ich sterbe. Und so einfache Recolors sind auch oft einfach süß. Weil ich meine, das ist ja von so einem Ingame-T-Shirt so. Aber es ist so süß und ich finde diese Farbe allein schon, die da ist. Allein deswegen lohnt sich das schon. Oh, Leute. Ich weine. Oh. Ich habe auf jeden Fall Sims, die sowas tragen würden. Deswegen, let's fucking go. Vintage Boys. Süß. Blumatop. Oh, ist das süß. Chewing Gum Hoodie. Süß. Schön auch mal was hier für Männers zu finden, ne? Also, weil, keine Ahnung, also es ist halt oft so, dass man für Männer halt einfach nicht so viel findet, ne? So, und ja, ich lieb's halt dann, wenn ich Sachen finde, wo ich mir denke so, ja. Oh, die Frisur ist auch richtig schick, ey. Wow. Wie gesagt, hier ist jetzt noch viel Early Access und so. Das heißt, das werdet ihr jetzt nicht direkt an meinem Spiel sehen können. Aber ich freue mich, wie gesagt, jetzt schon das zu downloaden. Und die Frisur ist auch so süß. Oh mein Gott. Ich werde bei allem immer nur sagen, dass es süß und cool und toll ist. Und oh mein Gott, deswegen, I'm sorry, Leute. Aber es ist halt einfach so. Ich freue mich einfach über alles. Oh, ist das... Oh mein Gott. Ich liebe alles daran, alles. Einfach nur alles. Ich möchte, dass ihr das auch alles downloadet und die Leute einfach nur glücklich macht, dass sie die Sachen downloadet und so. Liebe Sachen für Kleinkinder und so, ne? Ich lieb's einfach. Oh, ist das süß. Also allein, weil es Jenny Top heißt, muss ich es leider downloaden. Also da habe ich leider keine andere Wahl. Trefft mich, wie ich den ganzen Tag CC downloaden werde, Leute. Oh mein Gott. Ich lieb's sehr. Das ist nicht dein Ernst. Ist das süß. Ja, bitte. Ich brauche es so sehr. So sehr in meinem Leben. Was ich auf jeden Fall auch sagen kann, ich werde wahrscheinlich alle Sachen von Harris Britney downloaden. Ich werde alle Sachen von Green Llamas downloaden. Von Clumsy Alien werde ich sehr viel downloaden, auf jeden Fall. Ja, von Trilique, das habe ich ja schon gesagt. Also das kann ich euch auf jeden Fall sagen, da werde ich sehr viel downloaden von den Leuten. Oh mein Gott, ist der Eyeliner sexy. Wow! Ich weine einfach, weil manche Leute so unfassbar schöne Sachen hier createn. Ich, wow. Ich komme einfach nicht drauf klar, Leute. Melody her. Ich kenne da so eine Melody. Hier von Harris O'Britney. Hier von der Person, von der downloade ich auch so viel. Oh, das wird so geil, Leute. Das wird so geil. Mein Ordner wird wahrscheinlich trotzdem wieder so voll werden. Aber es ist egal. Wenn ich schon wieder sehe, wie viele Sachen ich hier, also wie viele Seiten ich hier oben offen habe, ne? Okay. Ah, ich weine. Innerlich und äußerlich. Aber egal, wenn es in meinem Spiel ist, dann werde ich ein sehr, 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 sehr glücklicher Mensch sein. Och, ist das süß. Yes, please. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich nehme euch dann einfach
wieder mit, wenn wir dann bei dem Hall sind, weil viel mehr Spannendes kann ich dazu nicht mehr sagen. Und ich habe eigentlich gesagt, wo ich jetzt mein ganzes Zeug hernehmen werde. Also, ich habe versucht, einen Haul aufzunehmen, aber es sind 2600 Dateien und die kann ich euch leider nicht in einem Video zeigen. Deswegen seid einfach gespannt auf die kommenden Umstylings in den nächsten Let's Play Parts, denn die ganzen Sims werden ja umgestylt werden müssen. Auf jeden Fall die, die in unserem Haushalt leben etc., denn ansonsten sind die ja alle nackig. Und ja, ich werde euch dieses Mal kein Haul zeigen, obwohl ich es euch eigentlich versprochen hatte. Aber ja, ihr versteht das sicherlich. Wie gesagt, ich nehme hier schon eine halbe Stunde auf und es sind so viele Sachen offen. Ich downloade jetzt einfach ganz viel Zeug und nehme euch dann beim Haul mit. Und dann sehen wir, was das Ganze dann wird. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wird, nur mit Max's Match CC. Ich freue mich sehr darauf und ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder beim richtigen Part von einem Let's Play. Woo! Und bis dahin und tschüss!